Graz gab es nur einen WRC-Sieg in 7 Spielen. Trotzdem die klare Zielsetzung, 3 Punkte bei Sturm. Aber Vorsicht, in der 4. Minute schon Probleme in der Restverteidigung der Wolfsberger. Die Grazer schalten gut um über Despotov, der Pass für Röcher. Dann etwas zu weit und so versandet diese erste mögliche gute Chance für die Grazer. In der 14. Minute dann erst der erste Abschluss im gesamten Spiel und den liefert Lukas Schmitz ab. Siebenhandel pariert solide. Beim WRC heute wieder die Stammelf auf dem Platz. Zuletzt gab es ja große Rotation vor dem Cup aus gegen Innsbruck. Dann ein Eckstoß von Lindl, Siebenhandel pariert noch und dann ist Michael Nowak zur Stelle. 20. Minute, das 1:0 für den WRC. Die Kärntner präsentieren sich wieder stark nach Standardsituationen. Zuerst Nyangbo, dann schläft Dominguez, genauso wie seine Kollegen. Nowak hat sogar Zeit für den zweiten Kontakt und erzielt sein zweites Saisontor. Der WRC wird immer dominanter, das Pressing funktioniert immer besser. Die Grazer mit Problemen im Spielaufbau. Lindl auf Romano Schmid, der Schuss mit rechts geht sich nicht aus. Aber der Schuss mit links und Romano Schmid trifft erstmals gegen seinen Ausbildungsverein. Erstes Saisontor mit seinem 25. Abschluss. Keiner hatte so lange gewartet, es ist kein Abseits beim Pass von Lindl. Ljubic heute in der Grazer Dreierkette mit dem schlechten Stellungsspiel bekommt er die Bewegung nicht mehr auf den Rasen. Und dann schließt Schmid richtig stark ab in die kurze Ecke. Aber ein paar Möglichkeiten für die Grazer gibt es noch vor der Pause. Eine hat es Bodov nach ungefähr einer halben Stunde. Gute Bewegung nach innen. Kofler dann zur Stelle. Und der Trainer, der Grazer, ärgert sich über diese Situation, weil das Bodov da durchaus einen Mitspieler suchen hätte können. Im Rückraum Röcher völlig frei. Auch Sakic war noch mitgelaufen. Das also die Reaktion von Nestor El Maestro, sinnbildlich für die erste Hälfte der Grazer, die aber durchaus gute Möglichkeiten haben. Und zwar diese in der 36. Minute durch Thorsten Röcher. Aber die Effizienz, die gehört an diesem Abend eindeutig dem WRC. Ritzmeier, der eigentlich einen Kollegen in der Mitte sucht und dann fällt Stonkor gefährlich ab ans Aluminium. Dann ein Freistoß von Despotov, auch der kommt gut. Zuletzt hat er ja gegen St. Pölten dreimalig getroffen. Heute ist es deutlich schwieriger, zu Chancen zu kommen. Und kurz vor der Pause kommen dann die Wolfsberger nochmal. Nyangbo fein auf Lindl, der mit dem schwächeren Rechten auf. Schon Weißmann, 43. Minute. Das 3:0 für die Gäste Weißmann mit seinem 12. Saisontor. Ja, und Lindl, der liefert seinen 10. Assist in dieser Saison. Absolute Ligaspitze, kein Abseits von schon Weißmann. Ja, und wo steht da wieder Ljubic? 2 Meter weg vom Gegenspieler und das in Überzahl in der Defensive. Despotov ärgert sich nicht nur über die Unparteiischen, sondern vor allem über die eigene Leistung vor der Pause. Nach dem Seitenwechsel das Bild unverändert. Der WRC mit dem Spiel in die Tiefe und Weißmann hat eine Möglichkeit, die er normalerweise im Halbschlaf nutzt. Dann etwas mehr als eine Stunde gespielt, Freistoß Irländer und dann der Kopfball von Spendelhofer. Das noch eine der besseren Möglichkeiten der Grazer nach dem Seitenwechsel. Dann Ritzmeier auf Nyangbo, abseits Verdacht. Lindl kommt nochmal an den Ball, nochmal Nyangbo und dann ist der Ball wieder drin. Christopher Winitznik, 6 Minuten davor eingewechselt, macht sein erstes Saisontor und das 4:0 für den WRC. Aber der Treffer hat natürlich einen Schönheitsfehler, schwer zu erkennen für den Linienrichter. Aber es war eben eine Absetzposition von Anderson Nyangbo in der Entstehung dieses Treffers. Aber die Grazer hatten danach auch noch die Möglichkeit, die Situation zu klären. Da ist auch etwas Pech dabei mit der Aktion von Donkor. Und am Ende stochert eben Wernitznik erfolgreich nach. In der Folge sind die Kärntner dann dem 5:0 näher als die Grazer ihrem ersten Treffer in der 79. Minute. Nowak für den eingewechselten Schmerböck und der jagt die Kugel in die Wolken. Am Ende heißt es für Sturm wieder 4 gewinnt
Nur, dass die Grazer dieses Mal nicht als Sieger vom Platz gehen. Der WRC hat seine Frische und Effizienz wiedergefunden und bleibt im 10. Ligaspiel in Folge ungeschlagen. Das ist Vereinsrekord. Für Sturm ist das Ergebnis ein klarer Nackenschlag. Seit Februar 2017 hat man zu Hause nicht mehr so deutlich verloren.